Hallo und herzlich willkommen zurück, jemand tut mir Lagerfeuer! Zurück zu Let's Play Don't Starve. Hier sind böse Hände auf dem Boden, die mir nach meinem Lagerfeuer abgreifen wollen. Wir müssen ganz viele Dinge tun. Ist der jetzt weg? Oh. Ich glaube, es ist Sommer. Ich glaube, es ist Sommer. Es sieht so sommerlich aus. Ich glaube, es ist Sommer. Ich glaube, es ist heiß. Ich muss mir einen Hitzestein machen. Also eigentlich das Gegenteil, Survival. Eigentlich das Gegenteil. Wie hat man den nochmal gemacht? Ich brauche eine Spitzhacke dafür und die Dinger da. Okay. Ich brauche eine normale Spitzhacke. Da brauche ich die Dinger. Und dann mache ich da eine Spitzhacke mit. Da. Und jetzt kann ich mir einen Stein machen, einen Thermalstein. Und dann kann ich die Eisbox öffnen und ich kann den Thermalstein da reinmachen. Kann man mit der nicht auch irgendwas bauen? Ich glaube ja. Examining Eis. Wie ist denn das, wenn ich die einschalte? Lol. Ich glaube, die sollte ich auf jeden Fall einschalten. Na gut. Das hätte doch schon mal geklappt. Es ist heiß. Wir müssen uns ein Nitrofeuer machen. Ein Nitro-Pit. Hier, da brauchen wir für das exotherme Feuer Steine. Das ist nicht das Problem. Was brauchen wir noch? Das habe ich jetzt gerade wieder spontan vergessen. Ich bin überfordert. Da habe ich immer... Ich kriege Panik bei sowas. Steine, diese komischen Dinger da. Da habe ich doch hier schon angefangen zu sammeln. Da, hier brauche ich die komischen Dinger da. Und wir haben heute noch nichts erledigt. Und das wäre voll peinlich und so. Aber so ist das halt. Wie macht man die denn? Wo kann man die denn? Wie sind die denn? Wie macht man die denn? Wo waren die nochmal? Weiß das doch jemand? Ich kann mich nicht mal erinnern. Ich bin doch inkompetent. Die Dinger da. Dafür brauchen wir Gold. Gold. Kein Problem. Gold können wir... Gold ist kein Problem. Gold, Hammer, Gold ist da. So. Das ist die kleine Variante und die große Variante. Brauche ich mir Steine für. Was ist hier los? Voll teuer und so. Da. Ah, schön kühl. Und da kann ich dann auch, normales... Hallo Inge. Wie geht's dir so? Alles cool? Ja, mir geht's gut. Ich fühle mich wohl und zufrieden und satt und glücklich und überhaupt. Schön. Ich weiß nicht, ob ich da Holz reinpacken kann in dieses oder ob ich dann Nitro reinpacken muss. Wenn ja, dann müssen wir uns noch Nitro besorgen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Probier das mal aus. Doch, kann man. Das ist ja geil. Bringt wahrscheinlich nicht ganz so viel, ne? Okay. Ich hätte meinen Anti-Hitzestein mitnehmen sollen. Ich guck mich mal um. Wo gehe ich jetzt eigentlich hin? Ich wollte Holzkohle holen. Und ich wollte am liebsten auch diesen Albtraumbaum da fällen. Ich pack hier mal Bäume hin. So. Das muss ich aber nicht. Du bist... Ich kann dich einfach nur ausschalten, wenn du nervst. Okay, dann ist alles gut. Nimm mein Backpack mal mit. Pack mal in die Icebox. Gott, es wird bald schon wieder dunkel. Das... Passt da nicht mehr. Hier passt das rein. Kann ein bisschen. Dich nehme ich mit, dann wirst du schön. So, ne? Weißt du Bescheid? Weil ich kann gut reden, wenn ich mich konzentriere. Ich gut reden, wenn ich mich konzentriere. Ich wollte gut reden und so, ne? Da. Und dieses Fleisch nehme ich einfach mit, weil die ist voll gut. Hier kommt das rein. Das kann erstmal. Nein. Nichts anzünden. Bist du dämlich? Das da angeklickt. Gold kommt hier ebenfalls rein. Dann kommt mein Speer in meiner Hand. Das ist mein Regencoat. Den nehme ich mal mit. Ich glaube, mein Strohhut schützt mich sowieso ein bisschen vor dem Überhitzen. Und wir müssen jetzt gucken, dass wir eigentlich Pupu sammeln. Eigentlich wollen wir Pupu. Und ich sammle mal ein paar Blumen ein, ehe wir wieder bekloppt werden. Eigentlich brauchen wir Pupu. Ja, ich könnte mir auch eine Blumenkrone machen, damit ich nicht bekloppt werde, aber... Ihr wisst ja. Oh, schöne, kühle Abendluft. Oh, da ist ein Steinchen. Das nehme ich mit. Ein bisschen Holz kloppen sollte ich auch, weil ich kann ja das endothermische Feuer damit anheizen.
Also noch läuft's gut. Allerdings den Sommer zu überstehen ist gar nicht einfach. Wir hatten verdammt viel Glück, dass wir diese Items bekommen haben, die wir brauchen, um den Sommer gut zu überstehen. Ich hätte trotzdem lieber gerne ein Zelt oder so. Ich gehe jetzt einfach mal nicht so weit weg. Und wir gucken, dass wir das irgendwie am nächsten Tag geregelt kriegen. Jetzt hatte ich erstmal gerade Panik, was ich alles machen muss. Und dann kommt, damit komme ich nicht klar. Tommy, mach mir. Welche Krise. Da komme ich nicht. Das ist nicht meins. Nee. So. Und dann pflanze ich hier noch ein paar Bäume zwischendrin. Einfach mal so. Wenn wir denn hier nochmal so einen zusätzlichen Wald haben, können wir den ja auch nutzen, um ihn abzubrennen. Tag 21 schon. Nicht übel. Nicht übel, muss ich sagen. Wir schlagen uns erstaunlich gut. So. Oh, diese blöden Augen. Kann ich die anzünden? Aber da muss ich nah ran. Und die machen sauer. Die machen wirklich ganz doll Aua. Den hack ich noch. Können wir auch eigentlich anzünden, die untere Ecke hier dann. Naja. Ja, nehme ich dich ruhig mit. Ja, blöden Augen. Wehe, guckt mich an, dann gucke ich zurück. Bin ich hier, bin ich da zu Hause, richtig? Hier. Okay, ich glaube, das sollte ich ausschalten. Sonst löscht es mir das Feuer. Ist das jetzt ein endothermisches Feuer oder ist das richtig Feuer? Ich weiß es nicht. Und mir wird jetzt nicht irgendwie warm daneben. Sieht doch ziemlich blau aus. Wäre auch gemein, wenn man das mit Nitro befeuern müsste. Dann müsste man das ja ständig mit Nitro befeuern. Dann wärst du den ganzen Tag damit beschäftigt. Ich mach mir mal hier leckeren Samengrill. Achso, man kann daran nichts rösten. Okay. Kommt das da rein und die drei Pilze. Ja, Pilze sammeln wir halt auch wieder was jetzt zum nächsten Tag. Die sind bestimmt wieder alle nachgewachsen. Die Eisbox nicht immer offen stehen lassen. Da geht die schöne Kälte davon. Wir brauchen jetzt wirklich langsam was zu essen, ne? Dass wir aber auch so gar kein Wurmloch gefunden haben bisher. Das macht mir schon so ein bisschen Sorge. Hey, da gucken mich wieder böse Geister an. Was kann ich hier noch? Was hier? Achso, ja. Ja. Minenhelm, Mogel, Pumpkin-Laterne. Andere Laterne. Dafür müssten wir halt unterirdisch gehen. Heuballen, verschiedene Klamotten zum Anziehen. Strohhut ist halt super. Stay cool and dry, genau. Rainhead, dafür braucht man halt Maulwurf. Muss einen lebenden Maulwurf, glaube ich, fangen. Voll brutal, damit man ihn die Haut abziehen kann. Ja, es gibt so viele Sachen und ich komme in dem Spiel immer nie so weit, dass ich jetzt ganz so tollen Sachen machen kann. So, jetzt machen wir ein bisschen Planung. Ich würde gerne Holzkohle holen. Ich würde allerdings auch wahnsinnig gerne Pilze sammeln, weil Pilze sind hier eine super gute Ressource. Aber wir brauchen auch Pupu. Wir gehen jetzt einfach mal ganz straight nach unten. Ich hole mir kurz die Fackel da oben raus. Wir gehen die straight nach unten. Nein, das ist was. Was hast du gerade gesagt? Ich hatte gerade was gesagt. Was hat sie gesagt? Hoffentlich nicht sowas wie, oh, ich höre Hunde kommen. Cool. Im Nitro. Wir können uns noch ein Feuer machen, notfalls. Wenn Hundis kommen, gehe ich zu den Büffeln. Alter. Mit Blumen hier. Im Winter friert ihr alle, ich sag's euch. Bist du denn? Hallo. Ich hab Angst vor den Schweinchen, kommen mir zu nah. Dass man hier auch immer so gar keine Musik im Hintergrund hat, finde ich teilweise sehr anstrengend. Vom Spielen, weil jeder Sound den einem anspringt. Man hat das Gefühl, jede Sekunde passiert irgendetwas Dramatisches. Ja, wir haben Sommer, die Uhr zeigt das auch an. Ja, ich müsste ja bald wieder Hundis. Nein, meine. Ich zuerst gesehen. Ja. Was passiert, wenn ich dich hacken will?
Den da. Nein, den da. Das gefällt ihm nicht. Oder habe ich Albtraum-Zeug gekriegt? Okay. Ist gut. Und die kriegen wir Kohle. Ist noch besser. Die sind jetzt auch nicht mehr in der Prumpf. Die haben ja ihre Babys jetzt gezeugt im Frühling, ne? Jetzt sind die bestimmt nicht mehr böse. Und was haben wir ja auch noch? Abigail, die kann ja auch gegen Hundis für uns kämpfen. Ach, Gottchen, so ein Stress. War hier noch irgendwas Böses? Nee. Ach, wir brauchen, glaube ich, irgendwie 3 Albtraum-Log, um irgendwas herzustellen. Da war noch irgendwas. Man konnte irgendwie noch eine Alchemie- oder eine Magiemaschine herstellen. Ich bin mir aber nicht sicher. Wir haben ja aber auch Albtraum-Zeug bekommen. Was gar nicht mal so schwierig wäre. Alter, wie viele Schmetterlinge hier. Ich bräuchte ein Netz. Wir haben aber nur einmal Spinnen gefunden. In der Nähe von dem Vogel, glaube ich. Ja, super, die Spinnenkönigin dann von dem Vogel platt machen zu lassen. Oder den Vogel oder Spinnenkönigin, je nachdem. Das reicht erstmal. So, dann gehe ich mal hier rüber. Oh, Bienen sind auch glücklich. Honig wäre halt auch toll. Imkern und so. Muss ich aber erstmal wieder einen Imkerhelm haben. Und hier kann ich ein bisschen Gras mitnehmen. Häschen! Eine... 2, 3, 4. Okay, mehr geht nicht. Set a trap. Set a trap. Ich weiß nicht, ob die nah genug dran sind. Halt! Sammel das. Wenn jetzt hier einfach alles auch voll mit Fallen stellen. Und ein Häschen fallen. Häschen. Und die dann essen. Lecker Häschen. Kann man sich den ganzen Sommer von ernähren. Abigail hat den aber Aua gemacht, oder? Das hat dem Häschen aber nicht gefallen. So, meine Büffelchen sind da oben. Dann kann ich hier einen Schlenker laufen, da unten noch ein bisschen was sammeln. Häschen! Okay. Oh, da ist sogar noch Nitro. Ja, das nehme ich mit, ne? Das ist gut, die kann ich gebrauchen. Die sind ganz viel Steine. Lass ich da aber erstmal, falls ich dann später mal welche brauche. Lalalala. Das ist alles gut für den Kopf. Lalalala. Ich rüste mal die Schaufel aus. Ihr seid liebe Büffel. Ihr seid liebe Büffel! Und langsam wird mir warm. Guck mal, hier bin ich gestorben. Wir sind ja schon richtig groß geworden. Kackt mal ein bisschen mehr. Ich mache mir jetzt... Ach, das hätte ich erforschen müssen. Fuck. So, ich kann mir gar kein Feuer machen, weil sonst in der Hitze ich verglühe. Ich wollte mehr Kacke haben. Aber noch überhitzen wir nicht. Die Kleinen haben Angst vor uns. Das ist süß. Haben wir noch ein paar mehr hier? Nee, das sind alle. Wir haben aber nicht viele dann. Oh, die haben mir eine Spinne platt gemacht. Ach nee, das habe ich, glaube ich, mal hier verloren. Kommen aber jetzt nicht mehr rechtzeitig nach Hause, glaube ich. Oder? Schaffen wir das noch? Hallo ihr. Tschüss. Das ist ja doof, dass man das erforschen muss. Das wusste ich gar nicht. Oh, hier ist noch eine Axt von mir. Nee, die kann da liegen bleiben. Na, wenn ich mich beeile, komme ich noch rechtzeitig nach Hause. Ansonsten gehe ich den Rest halt einfach mit Lampe. Okay, jetzt wird mir heiß. Das könnte mein zweiter Tod sein. Kann es bitte Nacht werden, damit ich nicht überhitze? Überhitzungsgefahr. Wo laufe ich denn lang? Oh Gott, das schaffe ich jetzt nie mehr. Da muss ich eine Fackel in der Hand halten die ganze Zeit. Oh, das ist schlecht. Bin so inkompetent. Wir sind weg. Lauf, Anne, lauf. Lauf, Forest, lauf. Schneller. Na gut, dass du eine Fackel dabei hast, Honey. Das macht es dann zwar noch ein bisschen heißer, aber... Hilft dann mal schon mal. Gleich wird's dunkel. Abigail braucht wieder ewig, bis sie uns hinterherkommt. Oh Gott, ich will nicht. Notfalls zünde ich meinen Wald an. Ich habe, glaube ich, mein Anti-Hitze-Gerät gar nicht angemacht. War vielleicht ein bisschen dumm. Muss ich die Fackel anmachen? Leider kann der andere was. Dann kann ich ja wenigstens hier in Ruhe Beeren ernten, solange die Büsche nicht vertrocknen.
Nein, 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 nein. Wehe, du klaust mir eine von meinen wertvollen Bären. Toll, ein bisschen Popo, was ich gesammelt habe, ist gleich wieder wie gewonnen, sofort ein Zaron. Dann baue ich eigentlich lieber das irgendwo hin, dass ich mich dann da verbunkern kann und die ganze Nacht bleiben kann. Das ist eigentlich sinnvoller, ne? Ach, da brauche ich 4 Popo für. Ach, Mann. Wer bin ich denn? So viel Popo habe ich ja auch nicht. Sie labert immer irgendwas. Sie ist so, ach, hungrig bist du. Sag, dass du Hunger hast, du dumme Nuss. Na, da die Bären bald ablaufen, packe ich mal die neuen nicht dazu. Koch die jetzt einfach erstmal. Sollte ich anschalten, wenn ich das nächste Mal da bin. Ach so, das ist, glaube ich, wie voll die noch ist. Das zeigt das Barometer an. Gut, dass ich so viel Eis im Kühlschrank habe. Damit kann ich das also jederzeit dann nachbauen. Nee, da brauchen wir Gears für. Oh, scheiße. Ich meinte, so eine ungünstige Situation für uns. Puh, aber ob wir das überleben und wie wir das überleben und überhaupt sehen wir das nächste Mal wieder. Bei Don't Starve. Bitte nicht verhungern. Bitte nicht. Bitte. Wir sind alle so jung.